So, weiter geht's mit Need for Speed Hot Pursuit und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück. So, was haben wir denn hier so noch für Rennen offen? Hier sind wir schon so mal durch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir überhaupt noch haben insgesamt, aber sind noch ein paar noch. Fahren wir hier erstmal dieses Hot Pursuit, dann machen wir das mal zu. Hör mal das Auto nur Orange Pearl. So, wieder unter die ersten drei. Wir haben diesmal wieder einige Verfallstechnologie, 4 Lagebänder, 2 Störsender, 2 Turbo und 4 EMP. Na dann, legen wir mal los. Vielleicht schaffen wir es ja heute bei mir sogar beim ersten Mal. 23,3 Kilometer. Und Leute, haben 7 Uhr morgens versucht, zu bin, mit Rennen zu fahren und die Kopfnüsse zu packen. Und es sind insgesamt sogar noch 4 Autos. Okay, das ist. Klingt zumindest auf jeden Fall machbar. Aber es wird wahrscheinlich nicht sehr einfach werden. So, ich sag mal gerade kurz die Jungs hier. Tschüss. Sollen die Kopfnüsse mit denen rumschlagen. Also Technologie sind noch nicht freigeschaltet, das kommt, das dauert einen Moment immer, bis sie weil irgendwann geladen sind. Ja, dann haben wir mal Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen, behaltet eure Route bei. Alle Einheiten, Straßensperre bereit, erwarten weitere Anweisungen. So, da hat es auf jeden Fall schon mal den Kopf erledigt. Und der ist diesmal durchgefahren. Der Lambo eigentlich dahinter war, der müsste ja auch da durchgefahren sein. Weil der auch genau drüber ist. So, okay. Der ist nicht drüber gefahren, der kommt jetzt noch vorbei. Hier, Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Diese Kurzung so. Haben wir hier? Interceptor, Sesto Elemento. Habe die Fahrzeuge erreicht. EMP einsatzbereit. Verfolgung eines Pagani. Ich weiß nicht, was du meinst. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt sein worden. Irgendwas hat es auf jeden Fall erwischt. Oh, Takedown, ja. Das war der. Ich brauche einen anderen Wagen. Einheit ausgefallen. Das war der Lambo. An alle Einheiten. Das Kommunikationssystem ist gestört. Ja gut, die habe ich sie nicht getroffen. Weil ich bin nicht durchgekommen. Das war ein bisschen voll mit euch. Zentrale, wir haben die Linie für EM. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Wie langsam nervt ihr mich? Hier sind alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation. So, diesmal habe ich ihn. War das der Sesto? Wir haben Einheiten verloren. Schick den Rettungsdienst. Abstellwagen ist unterwegs. Tageband einsatzbereit. Schau mal, was der Sesto, ja. So, dann jagen wir mal den kurzen Lambo hier. Ich habe auch schon ein bisschen Mitbild bekommen, also ich habe auch noch etwas über die Hälfte der Energie. Wir haben noch gute 12 Kilometer. Zentrale Bitten um Genehmigung für Einsatz in den Nagelband. Verstanden. Nagelbänder zum Einsatz freigegeben. So, damit hat sie den Kopf auch nicht. Na, du machst die Katze natürlich genau in den Ding. Aber ich habe jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Oder so viel zum Thema, ich habe Ruhe. Das hat sich gerade erledigt. Da kommen 3 Autos gegeneinander. Schnelle Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Kontakt. Der Vorteil ist. Kümmere mich um mehrere. Ah, der kommt, der Lambo. Ah, der. Oh, Hilfe.
brauchen Genehmigung für EMP-Einsatz. Okay, der Helikopter ist frei für euch. Müsst ihr jeden Augenblick über euch auftauchen. Verdächtiger hat das Ladeband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Ladeband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Ich habe Kontakt. Was? Der Wichtiger ist jetzt im Wohngebiet von Memorial. Alle Einheiten aufgepasst. Ich setze ihn außer Gefecht. Verfolgung eines Pagani. Der Wichtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Jetzt geht er mir warm, ist er auf dem Tisch. Fahrzeug ist beschädigt. Der Wichtiger ist jetzt im Wohngebiet von Memorial. Einheit verloren. Wir haben noch 3,6 Kilometer und ich will das Ding irgendwie nach Hause ziehen jetzt. Durch. Hotting ab, erster. Yes. Das könnte wieder ein neuer Rang werden, Rang 14 dann. Ne? Ja, nicht ganz. Aber ja, Rang 14 ist 1,1 Millionen. Aber wir haben eine neue Serie verfügbar. Dementsprechend noch neue Rennen. So, Hyper-Serie haben wir noch ein bisschen. Okay, da haben wir noch zwei Rennen. Ein Rennen haben wir ja heute noch. Halt. Kopf haben wir ja keine mehr. Wir haben noch ein paar Rennen, ne? Hier haben wir noch 200 Pursuits. Haben wir nicht noch irgendwas Entspanntes? Ein Zeitfahren oder so? Ja, scheinbar nicht. Ja, ich will jetzt keine Pursuit machen. Will mich eigentlich dann jetzt nicht durchquetschen noch. Na gut, dann müssen wir es halt umfahren. Außer Kontrolle haben wir noch. Wir haben zwei Versuche schon versucht hier auf dem Rennen. Na, müssen wir es halt fahren. Dann fahren wir mal außer Kontrolle. Lamborghini definiert die Zukunft des Supersportwagens mit einer... So. Mein Ziel ist es, wieder unter die ersten drei zu hüpfen. Also zwei Versuche haben wir schon mal geschafft hier auf dem Ding. Und der beste Platz auch mal plus 4 oder so. Und viele Rennen. Oh, das sind ja auch nicht, ne? Nein, naja, 15 sind zusammen. Na gut, dann versuchen wir's. Ausweichmanöver einleiten. Verdächtiger ist
Okay, den hat es auf jeden Fall schon mal gut erwischt. Gesamt Einsatzbereich. Verdächtiger hat das Nadeband verfehlt. Verdächtiger hat das Nadeband verfehlt. An alle Einheiten das Kommunikationssystem gestört. Warum auch immer der nicht bremsen will? Zentrale bitten um Genehmigung für EMP-Einsatz. Genehmigt. Hier ist zum Einsatz freigegeben. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Das wäre ein Kopf gewesen, deswegen dachte ich, wir klatschen damit kurz rein, weil da schon zwei Autos von neben. Leere Kollision, Zielfahrzeug ist. Ach, leck mich doch am Arsch mit dem scheiß Cutscenes. Straßensperrung 1057, alle vorrücken. Zentrale, bitte um Genehmigung für Einsatz eines Nagelbands. Abgeworfenes Nagelband mit eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Gib euch gleich Nagelband, ihr habt einsatzbereit. Nagelband aktiviert, Ziel überfasst. Ich habe Kontakt. Nagelband einsatzbereit, versteht ihr der Einsatz? Verdächtiger hat mich gerannt. Ich räume jetzt erstmal was weg, damit ich ein bisschen Luft habe hier. Und es gerade so zu viel wird. Alle Einheiten, Straßensperre wird durchbrochen. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Sind auf sich Kontakt. Scheiße. Ist genau in dem Moment in die Kurve reingegangen. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position ein. Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Das hat er clever gemacht. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Ach, geh mir nicht alle auf den Piss, ey. Verkehrsunfall, wiederhole. Verkehrsunfall. Ich hab noch ein Turbo. Aber die kann ich nicht jetzt ziehen. Den zieh ich dann wirklich, wenn es auf die Zielgerade geht. Alle Einheiten, Waffensysteme So, jetzt ist es aber mal gut hier. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Hier Straßensperre, Verkehrsunfall. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Melde eigene Schäden. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. So, 5 Kilometer noch. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Hoffentlich kommt es beim nächsten Mal. Over. So, ich nehme mal hier ein bisschen. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Alle Einheiten, wir müssen einen Energieanschieber verlegen. Seid vorsichtig. So, dann haben wir das Ding auch auf Gold.
Ich glaube, die letzten so 2-3 Kilometer haben sie uns dann tatsächlich auch komplett in Ruhe gelassen. So, dann haben wir das auch hingekriegt. So, ein neues Auto haben wir gekriegt. Und damit müssen wir auch ein 8C Kompetition, eine Performance-Serie, okay. Was wir jetzt noch für Performance-Serie-Fahrzeuge kriegen. Ich erinnere mich jetzt gerade so ein bisschen, weil die haben wir, glaube ich, alle durch, ne? So, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter bei den Racern.